Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wer träumt nicht von straffe Oberarme? Viele Menschen geben an, dass schlaffe Oberarme zu ihren Problemzonen gehören. Auch bei mir ist das der Fall. Untrainierte Muskeln und Übergewicht machen aus Armen schnell mal Hängefleisch. Die Oberarme werden schlaff und das Fettgewebe hängt herunter. Ich zeige euch heute ein paar leichte Armübungen, die man auch mit Hula Hoop machen kann. Ihr braucht einen Reifen und natürlich zwei Wasserflaschen. Die erste Übung ist das Boxen mit der Wasserflasche. Man nimmt beide Wasserflaschen zur Brust, dann streckt man zuerst die rechte nach vorne, so lange bis der Arm durchgestreckt ist. Dann zieht man sie zurück und streckt den anderen Arm. Es ist anstrengend, da ich auch untrainiert bin. Also Armtraining ist nicht mein Lieblingstraining. Es zieht in den Oberarm und meine Arme werden schwerer. Eine gute Übung, wie ich finde, man tut was für die Arme, aber auch gleichzeitig was für den Bauch. Viele Menschen drücken sich vor dem Armtraining. Genetisch bedingt müssen wir Frauen viel mehr für den Muskelwachstum tun als Männer. Und das gilt auch in puncto Arme. Es gibt natürlich einige Vorteile, ich nenne euch drei davon. Du gewinnst mehr Körperkraft für dein tägliches Leben, deine Armmuskeln sehen definierter aus, du kurbelst deine Fettverbrennung an und das auch nach dem Sport. Die zweite Übung ist wirklich sehr einfach, also in der Durchführung einfach und für Anfänger ideal. Man sollte sich aufrecht hinstellen, dann die Arme seitlich von einem wegstrecken oder von dir wegstrecken. Die Handflächen sind auf der Höhe der Schulter. Jetzt führt man die Arme vor dem Körper zusammen. Die Arme bleiben während der gesamten Übung gut durchgestreckt, sehr wichtig. Wusstest du, dass wir unsere Arme weniger trainieren sollten als die großen Muskeln unseres Körpers? Es kann nämlich passieren, dass diese sonst schnell übertrainiert sind und dadurch kein Erfolg in Aussicht ist. Die Armmuskulatur wächst im Schlaf, so wie jeder andere Muskel. Auch die Nährstoffversorgung ist extrem wichtig. Jeder, der also straffe Arme haben möchte, sollte auf das Training, die Ernährung, aber auch auf Erholung achten. Eine gute Bizepsübung ist die hier. Man sollte sich wie immer aufrecht hinstellen. Die Arme weit über den Kopf strecken und ganz langsam nach unten gleiten lassen. Die Ellenbogen sollten auf der Höhe der Schultern sein. Und dann hebt man das Gewicht gleich wieder in die Luft. Also nicht absetzen oder ablegen. Man sollte die Übung wirklich langsam durchführen. Im Vergleich zu anderen Körperstellen wachsen Armmuskeln übrigens relativ schnell. Der Bizeps besteht aus zwei Muskeln und ist der bekannteste in unseren Armen. Er besteht aus einem langen Kopf an der äußeren Seite und einem kurzen Kopf an der Innenseite. Die sorgen dafür, dass wir den Ellenbogen beugen können. Sehr wichtig, oder? Stellt euch mal vor, wir könnten den Ellenbogen nicht beugen. Ohoho. Der Gegenspieler des Bizeps ist der Trizeps. Und ja, er sitzt auf der Rückenseite des Oberarms und macht 2/3 des Oberarmumfangs aus. Er ist ein typischer Stütz- und Stoßmuskel und besteht aus 3 Muskeln, dem langen, inneren und seitlichen Kopf. Wenn er übrigens nicht trainiert wird, dann hängt das Fleisch herunter. Auf jeden Fall sehr anstrengend, mein Arm fällt ab. Ich habe das Gefühl, mein Arm fällt ab. Bei dieser Übung werden nicht nur Trizeps und Bizeps gefordert, sondern auch die Schultermuskulatur. Die Wasserflasche sollte man wirklich gut in den Händen halten, damit sie nicht runterfällt. Dann sollte man die Arme fest durchstrecken über den Kopf. Man senkt das Gewicht langsam und so tief man kann, danach wieder hoch. Die Unterarmmuskulatur ist übrigens bei jeder Armübung beteiligt. Diese Muskelgruppen sind die komplexesten des gesamten menschlichen Körpers. Wusstet ihr das? Der Unterarm besteht aus 2 Muskelgruppen, dem Beugemuskel an der inneren Seite und dem Streckmuskel an der Außenseite. Die sorgen dafür, dass wir etwas heben, etwas greifen und mit den Händen stützen können. Was sagt uns das? Wir sollten alle mehr Arme trainieren? Ja, ich rede auch von mir. Man sollte kein tägliches Armtraining machen, definitiv nicht, aber man darf es auch nicht vergessen. In Kombination mit Hula Hoop sind diese Übungen machbar. Let's do it together, yeah! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hinterlasst mir gerne ein Abo, wenn ihr mögt. Bleibt gesund, viel Spaß beim Hullern, macht das Beste daraus, bis bald, tschüss!